Wir laden euch ein zu einem weiteren Sonntagsspaziergang in Hadamar und Umgebung. Wenn ihr Lust habt, begleitet uns ganz einfach. Bis gleich. Richtung Faulbach, das ist ein kleiner Stadtteil von Hadamar, sind wir hochgekommen und wir werden jetzt hier in östliche Richtung gehen, nach Ahlbach. Ahlbach ist bereits ein Stadtteil von Limburg. Und dort hinten am Horizont ist ein kleines Naturschutzgebiet und da wollen wir mal gucken, ob wir dann eine kleine Rast machen. Und je nach den Gegebenheiten vor Ort, mit dem Drang hier was Kleines kochen.
liebe Leute, wir sind jetzt am Zwischenziel unserer heutigen Wanderung oder besser gesagt unseres Sonntagsspaziergangs angekommen. Wir sind hier in so einer kleinen Schutzhütte. Hütte ist vielleicht zu viel gesagt, das ist hier so eine Bank mit einem Wetterschutz. Wir hatten eigentlich gehofft, dass hier auch Tische sind, aber das ist nicht der Fall. Die Bank muss ausreichen. Kartoffeln, Möhren, Topf. Dazu haben wir noch eine Zwiebel und eine rote Paprika. Paprika, die dünstet sich dann an. Und dann gibt es noch ein paar Bratwürstchen dazu. Die Kartoffeln, die Karotten sind jetzt fast gut, ganz leicht al dente. Und jetzt kommen die Paprika mit den Zwiebelwürfeln, dünstet sich jetzt an. Es wird hinterher dann irgendwie zusammengeschüttet, nachdem dann die Kartoffeln, die Karotten abgegossen wurden. Und dann werden in dem Pfännchen die Bratwürste gebrutzelt. Aber vermutlich muss ich gleich mal die Gaskartusche wechseln. Ja, und eben, als ich das mit dem Gas ausgesprochen hatte, prompt war die Kartusche dann auch leer. Vorsorglich, das war schon klar, man kann das ja wiegen und weiß ja ungefähr, wie viel, welche Restmenge in den Kartuschen drin ist. Dann hatte ich noch eine volle mitgenommen. Aber das ist eine tolle Sache. Mit diesem Gaseinsatz für den Trangia möchte ich gar nicht mehr missen. Es gibt keine verrußten Töpfe. Und ich kann die Flamme auch viel besser regulieren. Man kann Sachen auf kleiner Flamme kochen. Und vom Gewicht und vom Platz nimmt sich das nicht viel, ob Gas oder Spiritus. Und die Schraubkartuschen, die gibt es auch überall zu kaufen in den Baumärkten. Fast überall. Das Gemüse und die Kartoffeln sind fertig. Thank you.
In der Ferne kann man den großen Feldberg im Taunus erkennen. Unten in der Kuhle, hinter dem nächsten links, liegt Limburg an der Lahn. Hier hinten mit den vielen Windkraftanlagen ist nochmal der Elserberg. Thank you.